Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem brandneuen Video. Heute hier in diesem Video habe ich einen sehr leichten, sehr, sehr schnellen und sehr lukrativen Geldglitch bzw. Duplikationsglitch für euch, der auf der Xbox One und sowohl auch natürlich auf der PS4 funktioniert und auch ziemlich ähnlich ist wie beide Konsolen. Denke ich auch, sollte auch auf dem PC funktionieren. Hier wie immer ganzes Video anschauen, gut zuhören, was ihr hier als Voraussetzung benötigt und welche Autos ihr zu duplizieren habt. Und das Ganze hier funktioniert natürlich ohne iFruit-Kennzeichen. Das ist ein sehr leichter Glitch, der ist wirklich sehr schnell machbar. Und falls ihr aber Bock auf Solo-Glitches habt, es funktionieren unter diesem Video auch noch die Solo-Glitches. Falls ihr Bock habt auf Solo-Glitches, die gehen auch noch. Und ja, ich habe ein paar Bier leider schon intus, deswegen nicht wundern, falls ich mich vielleicht auch noch verspreche oder so. Und ja, dieser Glitch hier ist leider nicht solo, ihr benötigt halt einen Freund, er braucht nicht viel in GTA, die Schritte sind echt extrem einfach. Und wie gesagt, ich werde euch das erklären, auch den Part vom Kumpel, wie üblich werde ich auch noch rechts oben einblenden, was er zu tun hat. Oh, die Kleine ist leider ein bisschen am Quengeln im Schlafzimmer, aber das wird schon. Oh je, ja, schreit ganz schön laut. So, also, entweder macht ihr das so wie ich. Also ich mache das in einer geschlossenen Freundesitzung, könnt ihr links oben jetzt natürlich sehen. Und ob das Auto jetzt iFruits drauf hat, so wie bei mir, ist jetzt nicht wichtig, das ist egal. Das können auch ganz normale Kennzeichen drauf sein. Wie gesagt, ihr braucht keine eigenen Kennzeichen dafür. Entweder macht ihr das mit einem LG Retro Custom, voll aufgetuned, oder am besten, die beste Karre dafür ist der Winnie Easy Classic. Auch noch von der Arena ist der ZR 380 sehr, sehr gut und der Imperator. Alles andere ist Schrott. Von Bennys Fahrzeugen ist natürlich der LG Retro Custom der beste, dann der Progon Italy GTB oder auch der Karin Sultan RS. So, es ist so, dass ihr entweder macht ihr das genauso wie ich mit einer Basis. Die Basis muss voll sein mit Autos, egal welchen. Und hier drin muss sich halt das Auto auch befinden, mindestens einmal, was ihr duplizieren wollt. In meinem Fall entweder oder, ich nehme auf jeden Fall den Easy. Und falls ihr keine Basis habt, könnt ihr das mal mit der Arena versuchen oder mit dem Nachtclub. Es ist im Prinzip dasselbe. Dort muss halt auch einfach irgendwas komplett mit Autos voll sein. Hauptsache ihr habt die Vollmeldung. Ja, ich werde euch das jetzt hier draußen zeigen. Dann des Weiteren benötigt ihr natürlich, dieser Glitch funktioniert eigentlich ganz, ganz schnell. Die Vorbereitungen gehen wir jetzt alles kurz durch und dann zeige ich euch, wie der ganze Glitch funktioniert. Motorradclub müsst ihr auch besitzen, egal welchen, so dass ihr euch als MC-Präsident registrieren könnt. Und in irgendeiner x-beliebigen Garage solltet ihr auch noch auf jeden Fall einen kostenlosen RH8 haben. Ja. Auto ist eigentlich egal, entweder ist es wie bei mir, ich mache es einfach mit einem kostenlosen oder mit irgendeiner anderen Karre. Die Karre verschwindet noch nicht. Es geht nur lediglich um den Faggio. Ich habe ihn, glaube ich, genau, ich habe ihn hier als Beispiel in Arena Werkstatt B2. Hier der Faggio. Ja, das muss in einer Garage drin sein, nicht in einem Motorrad, nicht in dem Motorradclub, sondern wirklich so viele Faggios, weil wir werden das Kennzeichen vom Faggio dann auf das Auto bekommen, was wir duplizieren wollen. Das sind immer saubere, gute Kopien, die wir dann im echten Turnus alle 2 Stunden, alle Stunde zwei Autos verkaufen können und 8 Autos am Tag, dann seid ihr safe diesbezüglich vom Verkaufen her. Und was braucht man noch? Wie gesagt, das Kennzeichen wird vom Faggio übernommen und ihr könnt als Auto irgendeins abrufen von egal welcher Garage. Ich nehme, glaube ich, aus der Arena einfach, das ist egal. Arena B, ja, oder aus der Werkstattebene, das ist egal, einfach irgendein Fahrzeug. Ich nehme halt jetzt einfach den RH8, der verschwindet nicht, den werdet ihr auch nicht verlieren. Und natürlich braucht ihr halt klar einen Bunker, weil im Bunker braucht ihr einen MOC, um das Ganze abzuspeichern. Nicht Legendary, sorry, hier auf Warstock.
Mobile Kommandozentrale sogar gerade im Angebot. Position 3, benötigt ihr Lager für persönliches Fahrzeug? Ja, das ist extrem wichtig, weil wir hier drin das Duplikat abspeichern und hier drin sollte sich halt eigentlich kein Auto befinden. Bei mir ist zwar hier ein Easy Classic drin, spielt aber keine Rolle, weil die Autos werden dann mit der Vollmeldung einfach nur umgetauscht. Das wird bei mir hier auch der Fall sein. So, also ich habe jetzt hier einfach mal ein Auto angefordert, genau den grünen vom Merch, genau sogar mit Biggies. Ist nicht schlimm, ich werde den Wagen hier auf jeden Fall nicht verlieren. So, entweder hier halt wie gesagt mit Basis oder Nachtclub könnt ihr versuchen oder auch der Arena. Ich glaube, das sollte das gleiche Ergebnis haben. Moment, genau, ich habe noch nicht mal die Aufnahme gestartet, aber bin schon reingestiegen, Alter. Bin ich schon besoffen oder was? So, also jetzt rechts oben der Part vom Kumpel. Er steigt halt bei euch ins Auto ein, ja, und ihr solltet unbedingt hier über das Interaktionsmenü auf Fahrzeuge gehen und einfach den Fahrzeugzugang auf jeder stellen. Okay, soweit so gut, nicht so schwer. Ihr fahrt dann entweder so wie ich zur Basis hin, mit diesem fremden Auto aus einer anderen Garage, egal welches Auto, und ihr habt die Basisvollmeldung, okay? Kumpel steigt aus, seht ihr das? Kumpel ist ausgestiegen, dann könnt ihr einfach hier Kreis drücken, dann fahrt ihr einfach zurück, so, dann könnt ihr aussteigen und jetzt steigt euer Kumpel in dieses Auto ein, was ihr halt einfach angefordert habt und fährt damit einfach jetzt so weit weg, bis ihr natürlich ein Fahrzeug anfordern könnt über den Mechaniker. Passt auf, hier nicht über Mechaniker, sondern über das Interaktionsmenü hier auf Motorradclub müsst ihr euch als MC-Präsident registrieren. Und genau, jetzt bin ich schon weit genug weg mit dem Wagen. Jetzt müsst ihr aus irgendeiner Garage ein Faggio anfordern. Wie viele Faggios ihr halt habt, so viele Kopien gibt es halt. Okay, ich mache es halt hier mit euch in dem Video ein einziges Mal. Das heißt, ich fordere jetzt diesen Faggio an. So, aber auf der Minimap wird er mir nicht gezeigt und auch nicht angefordert. Seht ihr das? Er ist nirgendwo hier drin. So, hier ist noch jemand. Ja, okay, Ghosty. Hier ein Abonnent auf jeden Fall mit reingekommen. Und bin ich eigentlich auf Offline? Ja, ist über meinen Hauptaccount reingegangen. Auf jeden Fall ist dieser Faggio jetzt nicht geliefert worden. Jetzt rennt ihr ganz schnell entweder dann halt wie gesagt in die Basis rein, in den Nachtclub oder in die Arena rein, wo ihr halt das eben macht. So, im anderen Bildschirm steht, du wurdest aus dem persönlichen Fahrzeug von Nicki Minaj Flow geworfen, aber mein Spieler sitzt noch drin, mein Hauptaccount. Und jetzt gehe ich hier einfach in den Easy rein oder in die Basis rein und steigt natürlich in den Easy Classic ein oder von mir aus auch in den Retro, was ich halt dupen will. Ich werde auf jeden Fall den Easy dupen, weil er halt trotzdem mehr Geld gibt, aber ihr könnt halt das dupen, was ihr halt wollt, aber er dupliziert keine X80 Proto und so ein Müll, das bringt nichts. Es wird nicht so viel Geld geben, wie ihr euch erhofft, nur vom Originalen. So, ihr seht, ich habe hier noch das G-Twist Kennzeichen, ich fahre raus und jetzt passt auf, passt auf. Ja, langsam wirkt das Bier auf jeden Fall und der Sekt. So, Kumpel kann halt einfach vorfahren. So, komm jetzt, zerstör das Auto bitte nicht hier. Okay, dann kann er, passt auf, was passiert, wenn euer Kumpel aussteigt aus diesem Auto? Passt auf, hier beim Easy Classic. Ihr seht hoffentlich noch mein G-Twist-Kennzeichen. Passt mal ganz genau auf, ich tue mal ein bisschen näher ranzoomen. So, Kumpel steigt aus. So, boom, G-Twist-Kennzeichen ist weg. Das bedeutet, ihr habt jetzt hier neue Platte. Und zwar diese Platte, die kommt mit der Endziffer bei mir. Es ist die 370, ja. Das ist vom Faggio, nicht von dem grünen RH8, was ich vorhin rausgeholt habe, ja. Und dieses Auto hier speichere ich jetzt. Ich kann mich hier auch eigentlich als MC ausloggen. Das spielt keine Rolle. Jetzt fordert ihr einfach eure Mobile an. Und Part vom Kumpel ist eigentlich hier beendet. Ja, der Glitch ist so einfach. Es sind so wenige Schritte und das ist eigentlich für jeden Deppen machbar. So, wir warten, bis meine MOC kommt. Und jetzt fahre ich einfach und speichere diese Karre hier ab. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wo bei mir, wo habe ich den Faggio raus. Ich glaube aus der Arena B2. Dort wird nicht der Faggio drin stehen, sondern der
Ein Easy Classic wird da drin stehen. Passt auf, jetzt fahre ich hier rein. Da hier drin ist schon bei mir ein Easy Classic. Ja, ich drücke die Pfeiltaste nach rechts. Um euch das sogar noch zu beweisen, hole ich das Handy raus, gehe ins Internet, versuche nur einen kostenlosen RH8 zu kaufen, nur um euch das zu beweisen, dass bei mir auch ja hier wirklich ein Easy Classic, nicht dass irgendjemand sagt, oh, der wäre scheiße, Alter, hier links oben Easy Classic ist jetzt aktuell im MOC drin. Das heißt, jetzt fahre ich hier diese Easy Classic Kopie in den MOC rein, nehme die Fallmeldung an und das Ganze wechselt sich halt einfach durch und hier habt ihr die Kopie drin. Ja, seht ihr das? Hier ist die Kopie drin mit der 370 vom Faggio. Und jetzt gehe ich das Ganze hier mal durch. Ich zeige euch, was auf jeden Fall in der Basis drin steht. Hier kostenlosen LG. Ich zeige euch das nur. Bestellen. Mobile ist eh klar. Easy. Dann B2 war das hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Autos insgesamt. Das hier, der hier, das war ein Faggio. Ihr könnt ja auch sehr gerne von mir aus auch zurückspulen im Video und das euch anschauen. Und hier auf jeden Fall auch in der Basis Paletto Bay Easy Classic an erster Stelle. Der ist auch noch da. Der hat auch noch nämlich das iFruit-Kennzeichen. Ja, dieser Glitch funktioniert sehr einfach. Und geht eigentlich ganz schnell ohne irgendwelche Komplikationen. Ich denke, das sollte jeder hinbekommen auf der Xbox One und auch natürlich auf der PS4. Und ja, ist ganz einfach zu machen. Man braucht zwar einen Freund dafür. Ich denke, ihr werdet euch in den Kommentaren weiter gegenseitig aushelfen. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Das Video ist sehr einfach. Video Glitch ist sehr einfach für dieses Video. Hoffe ich, hat es euch auf jeden Fall gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und wir hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace!